Die Kirchengeschichte. Zu Weihnachten ist unsere Kirche hier im Dorf immer knüppeldicke voll. Da gehen auch die hinein, die sich sonst das ganze Jahr hindurch nicht sehen lassen. Manche schicken bereits eine Stunde vorher ihre Kinder. Die müssen gute Plätze freihalten. Früher saßen die Männer auf der Empore und die Frauen unten im Kirchenschiff. Jetzt darf man sich hinsetzen, wo man will. Man muss nur aufpassen, dass man nicht hinter die Säulen zu sitzen kommt, denn dort sieht man nicht gut. Alles ist feierlich und eindrucksvoll. Neben dem Altar steht ein hoher Tannenbaum mit vielen elektrischen Kerzen. Oben an der Balustrade stellt sich der Posaunenchor auf und bläst zur Einleitung. Es klingt etwas falsch. Sie sagen, das kommt von der Kälte. Aber im Sommer ist es nicht besser. Dann singt der Männergesangverein und die Orgel spielt fast die ganze Zeit. Unser neuer Pfarrer will alles noch eindrucksvoller und feierlicher haben. Darum sagt er nach der Predigt: Und nun hört alle gut zu, liebe Gemeinde, Männer, Frauen und Kinder. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied Vom Himmel hoch. Eine Strophe davon wird uns die Orgel spielen, die nächste singen wir. Na und so weiter. Habt ihr mich verstanden? Ja, wir meinen schon. Die Orgel ist bereits bei der ersten verschlungenen Einleitung, aus der heraus wir die Melodie erkennen. Wir wissen nicht so genau, ob das schon als erste Strophe gilt oder ob es noch das Vorspiel ist. Und überhaupt, sollen wir den Text der ersten oder den der zweiten Strophe singen? Warten wir erstmal ab, was der Pastor macht. Die Orgel schweigt und wir schweigen auch. Der Pfarrer singt allein. Er hat eine schöne, laute Stimme. Als er merkt, dass wir zögern, hebt er mit den Händen einen unsichtbaren Täufling hoch. So sieht das jedenfalls aus. Wir singen immer ein wenig hinter ihm her. So brauchen wir nicht ins Gesangbuch zu schauen, sondern nur auf seinen Text zu hören. Aha, er singt mit uns die erste Strophe. Danach setzt wieder die Orgel ein. Leider singen ein paar, die vorher nicht aufgepasst haben, jetzt weiter und hören erst auf, nachdem der Pfarrer mit den Händen gewedelt hat. Doch die Überraschung, die alles noch eindrucksvoller und feierlicher macht, die soll erst noch kommen. Kurz vor dem Gottesdienst hat der neue Pfarrer zu Klaus-Dieter Helsdörfer gesagt: Du gehst in die Sakristei an den Schalterkasten. Wenn du hörst, dass wir die erste Strophe vom Himmel hoch singen, machst du das Licht über dem Eingang aus. Bei der zweiten Strophe das Licht im rechten Seitenschiff. Bei der dritten das im linken. Dann kommen die beiden Seiten der Empore an die Reihe und schließlich nacheinander die drei großen Leuchter im Mittelschiff. Die letzte Strophe singen wir nur im Schein der Kerzen am Christbaum. Ist das klar? Der Pfarrer hat sich alles gut ausgedacht und wenn es geklappt hätte, wären wir sicher sehr beeindruckt gewesen. Leider war Klaus-Dieter vor dem sehr selten in der Sakristei. Nachdem der Pfarrer weg ist, sieht er sich erst einmal um. Den Schalterkasten findet er schnell, aber da sind so viele Hebel und Knöpfe, dass er nicht weiß, welcher davon für welches Licht ist. Er kann auch nicht von der Sakristei aus in die Kirche sehen oder vorher alles probieren. Nur hören kann er. Er hört den Posaunenchor, den Gesangverein, die Predigt und die Orgel. Dann hört er, wie wir zu singen anfangen. Er überlegt, dass der Knopf für das Licht über dem Eingang irgendwo in der Mitte sitzen müsste und drückt auf den unteren mittleren Schalter. Das war die Lampe in der Sakristei und Klaus-Dieter sitzt erst einmal im Dunkeln. Nachdem er sich etwas beruhigt hat und es ihm geglückt ist, das Licht wieder einzuschalten,
hört er, dass wir schon bei der zweiten Strophe angelangt sind. Schnell drückt er einen etwas höher gelegenen Schalter. Da geht das Licht auf der rechten Seite der Empore aus. Jörg Kampenkel brüllt laut: Licht an! Dann schlägt er sich erschrocken auf den Mund. Er hat vergessen, dass er in der Kirche ist und nicht bei der Feuerwehr. Doch Klaus-Dieter Helsdörfer hat den Ruf gehört und das Licht der Empore geht wieder an. Unsere Strophe ist fertig gesungen, nun setzt die Orgel ein. Wir haben uns noch nichts dabei gedacht, als das Licht auf der Empore einmal kurz aus und schnell wieder an war. Wie jetzt aber plötzlich die drei großen Leuchter im Mittelschiff ausgehen, starren wir alle nach oben. Der Pfarrer auch. Mit erhobenem Gesicht singen wir die dritte Strophe. Wir sind noch dabei, als die Leuchter wieder angehen. Dafür sind die Lampen in beiden Seitenschiffen aus. Im linken Seitenschiff sitzt ganz am Ende einer Reihe unser Elektriker Axel Lickfett. Mit Besorgnis hat er die wechselnde Beleuchtung beobachtet, denn niemand weiß so gut wie er, dass einige Reparaturen in der nächsten Zeit unumgänglich sind. Bei dem feierlichen Orgelspiel, das nach unserem Gesang wieder an der Reihe ist, steht er auf und drängt sich durch die Reihen. Dadurch entsteht einige Unruhe, jedoch nicht mehr als auf der Empore, die jetzt im Dunkeln liegt. Allerdings sind die Seitenschiffe wieder erleuchtet. Wir singen und sehen Axel nach, wie er durch den Mittelgang eilt. Er wird den Fehler schon finden, denken wir. Eine Sekunde lang ist das Licht ganz weg und nur vorn der Christbaum erstrahlt. Danach leuchten alle Lampen wieder auf, die irgend leuchten können. Der Pfarrer ist die Treppe von der Kanzel hinuntergeeilt und läuft hinter dem Elektrikermeister her. Sie verschwinden hinter der Tür zur Sakristei. Der Pfarrer fehlt uns sehr. Wenn er nicht vorneweg singt, müssen wir die Gesangbücher aufschlagen. Wir geraten mit dem Text durcheinander. Einige singen die vierte, andere schon die fünfte und die sechste Strophe. Doch wir schaffen auch das und die Orgel kann uns wieder ablösen. Kurz hintereinander flackern jetzt die Kerzen am Christbaum dreimal aus und an. Danach verlöschen sie. Gleich darauf liegt die ganze Kirche im Dunkeln. Die Orgel verklingt mit einem immer tiefer werdenden Pfeifton. Wir sind stolz, dass sie seit dem letzten Sommer elektrische Blasebälge hat. In der Sakristei hat Klaus-Dieter, unterstützt vom Elektriker und vom Pfarrer, einen Kurzschluss gemacht. Zum Glück kennt Axel die Schalttafel auch im Dunkeln ganz genau. Es ist nicht das erste Mal, dass er hier steht. Er findet die Sicherungen und das Licht geht überall wieder an. Die Orgel pfeift wie eine Lokomotive, ehe sie mit einem neuen Zwischenspiel einsetzt. Der Pfarrer steht wieder auf der Kanzel und wir holen Luft, um die letzte Strophe zu singen. Da erdröhnen die Glocken. Klaus-Dieter hat sich in der Sakristei abgestützt und den Hebel für das Geläut erwischt. Das ist für uns das Zeichen, dass der Gottesdienst nun vorüber ist und wir drängen aufgeregt zum Ausgang. Wir sehen nicht mehr, dass der Elektriker nun in der richtigen Reihenfolge die Lampen verlöschen lässt, bis allein der Christbaum strahlt. Wir gehen nach Hause, als kämen wir aus dem Kino.